Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Thomas Geddon und willkommen zurück zu Let's Play The Park. In der letzten Folge hatten wir hier große Schwierigkeiten und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und schauen, was uns hier noch in The Park erwartet. Wir haben vorhin die Taschenlampe aufgesammelt und ich denke mal, dass wir jetzt dahin müssen, wo es relativ dunkel war, also so zum Eingang des Parks, da sind wir ja schon wieder, also da lang. Dort, wo der Clownsmund ist. Du böser Dude, du. Mal schauen, ob wir Callum finden werden. Wir haben einiges über die Story erfahren. Ich habe die Vermutung, dass wir Depressionen haben. Genau wir, liebe Leute. Nee, eher der Clown da. Ich will da ehrlich gesagt nicht rein. Ich muss so sagen, wenn ich so den Park am Aufnehmen bin, beziehungsweise davor, ich bin tief entspannt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, das liegt am neuen kuscheligen Stuhl, den ich bekommen habe, wie ich schon in den letzten Parts erwähnt habe. Das ist gruselig, dass er mich so tief entspannt bei Horrorspielen. Das kann nicht gut enden. Und was liegt hier? Oh, ist ein Licht. Okay. Kleine Taschenlampe brennt, schreibt, ich lieb dich in den... Oh, okay. Das Spiel lädt und ich muss sagen, mein alter Stuhl, steht noch da, aber der war nicht so entspannt. Der ist eigentlich versifft. Entschuldigung, Stuhli. Okay, guck nicht so böse, Stuhli. Er guckt gerade böse. Das ist nicht gut. Okay, was mich ein bisschen an dem Spiel stört, muss ich so sagen, sind die Ladezeiten. Die sind schon extrem lang, meiner Meinung nach. So. Okay, ich habe gesagt, ich bin entspannt im Spiel, ne? Vergesst das. Streicht das aus eurem Gedächtnis. Habe ich nie behauptet. Oh je, Mini, das ist... Der Todes... Nein, das ist ein toter Wolf. Ist ein bisschen entspannender. Read page. Wir können wieder was lesen. Atlantic Island Park is closed its gates. What is the meaning of gates? A journeying throng of townfolk gathered as we hung the hairy iron padlock on the gates. Small-minded fools scared of that they don't understand. My machines... Silent, but I have sent my wife some back to Boston. I have returned here. Also hier hat jemand geschrieben, dass er seine Frau und sein Kind zurück nach Boston geschickt hat. Das habe ich verstanden. Und er ist hier geblieben. Und vielleicht ist er noch hier. Können wir das Eichhörnchen betätigen? Nein, wir haben in der letzten Folge auch einen fetten Jumpscare vom Eichhörnchen bekommen. Genau du. Von dir haben wir einen Jumpscare bekommen, Mann. Zwar nicht. Callum! What have you done with him? Da ist doch Callum lang gelaufen. Ah! Nice! Dass sie mich an sowas billigen erschrecken, ne? Das ist auch schon geil. Hi, was geht? Eine Maschine, können wir das. Ist das Kaffee? Schade. Ich habe gerade voll Bock auf Kaffee irgendwie. So nachmittags und da. Oh, cool. Können wir uns im Spiegel anschauen? Nein, warum können wir uns nicht im Spiegel anschauen? Was sind das für Spiegel? Das sind durchsichtige... Ich will da nicht reingucken, ehrlich gesagt. Das ist wieder schon so ein Pappaufsteller. Oh, ich habe Angst, dass da irgendwas rauskommt. Oh Gott. Hi, du siehst nicht gerade nett aus. Aber ich will dir trotzdem die Hand schütteln. Hallo? Tschüss. Ich habe Angst, dass hier noch mehr Jumpscares kommen, aber... Damit muss man rechnen im Horrorspiel, ne? Kann man hier irgendwas machen? Ich weiß, wo es lang geht. Wahrscheinlich... Warum kommt der Licht raus? Die Wand... Das sieht doch nicht sehr stabil aus. Und das scheint mir ein sehr verfluchter Ort zu sein. Und da ist wieder das Eichhörnchen. Ich habe das andere Eichhörnchen gesehen. Das Geister-Eichhörnchen. Aber ich muss sagen... Da... Was ist das? Ist das ein Käfer? Beruhig dich. Beruhig dich, Bruder. Das ist ein Spiel. Naja, bei dir ist es kein Spiel, aber für mich ist es ein Spiel. Also beruhig dich. Da ist der Schatten von dem Typen. Bist du hier? Warte mal. Wenn er nicht da... Wenn er nicht hier ist... Wo ist er dann? Er bewegt sich auch. Das ist ein Schatten. Die Frage ist, wo steht er? Er müsste theoretisch gesehen hier irgendwo stehen. Sobald, ja, mein Allgemeinwissen würde das so sagen. Ich habe Angst, dass irgendwas rausgeschossen kommt. Oh, die Atmosphäre ist genial. Und was kratzt die so herum?
Das ist eklig in den Ohren, muss man so sagen. Oh Gott. Okay, die Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Es gibt zwei Wege. Einmal hier und ich würde hier den Weg bevorzugen. Oh, das sieht so dunkel aus. Hier alles ist hier irgendwas. Ha! Ich habe doch keinen Bock, dort lang zu gehen. Wir gehen hier lang. Und wobei, dann musste der Typ doch hier irgendwo sein, ne? Ne, schade. Dann müssen wir wohl doch, wohl oder übel, hier lang. Da war nichts drin, geht's hier lang. Da! Ich erschrecke mich an der Lampe, Mann. Daran kann man sehen, was für ein Horrorspiel das hier ist. Das ist ein sehr starkes, atmosphärisches Horrorspiel. Genau solche Horrorspiele wünsche ich mir öfters. Nicht diese Jumpscare-Spiele. Auch wenn die Jumpscares vorkommen. Aber es gab zwei Wege. Zwei Wege gab es hier. Es wird wahrscheinlich noch ein Rätsel hier wahrscheinlich reinkommen, ne? Incidents and I cannot dismiss them at random chance. The park works, but something is interfering with this intended function. It's exhausted. The very air in this place is corrupting the power even as I collect it. If you consider there are Ich glaube, der hat darüber geschrieben, dass hier irgendwas komisches ist. Das war die Stimme von dem Typen, der hat Bu gesagt. Das ist schlimm. Oh Gott. Das ist eine Folge voller Jumpscares. Ah, du siehst cool aus. Oh Gott, ich hab Mann. Das fandst du auch nicht cool, ne? Deswegen ist er so tot und hat so Kreuze im Auge. Okay, das hier ist eigentlich nichts. Okay. Dann können wir theoretisch gesehen hier weiter... Oh, ich will da nicht reingucken. Aber gleichzeitig will ich auch da reingucken. Oh, danke, dass du mir die Tür öffnest, wer auch immer das... Oh, getan hat. Wer das ist. Hi, du siehst nicht gerade nett aus. Ich will dir trotzdem die Hand geben. Und trotzdem, dir will ich auch noch die Hand geben, weil du die Hand so pornös hier vorstreckst. Guten Tag. Okay, mir geht's doch gut. Und meine Taschenlampe hat ein paar Störungen. Müssen wir hier lang? Oh, wir sehen unseren Schatten. Das finde ich cool. Ja, Open Door, Jumpscare. Ich mag sowas gar nicht in Horrorspielen, muss ich. Oh nee, nicht wenn hier Türen sind. Geh nicht auf! Geh nicht auf! Gehst du auf? Nein! Du musst aber aufgehen! Ja, ich wusste es. Schön hell hier drin! Jumpscare! Nein! Danke! Service hier. Examine. Ich weiß noch nicht mal, was das heißt. Nightmare Circus. Okay, wir können uns das Buch anschauen. Hier ist ein Gemälde, eine glückliche Mutter mit einem glücklichen Kind. Das Gegenteil von uns momentan, würde ich mal so. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Okay, Atmosphäre ist schon mal komplett weg. Disconnect Notice. After Multi... Hört ihr das? Ist irgendwas am... Oh, Teddy, hi! Diesmal kein Messer am Auge? Okay, gucken wir uns das Buch an.
Hunger. The true story of the Donners. What is the meaning of Donners? Ich dachte als erstes, hier würde ein Clown liegen, aber das ist anscheinend nur eine Decke. Okay, hier an der Wand ist wieder eine glückliche Mutter mit ihrem glücklichen Kind. Das ist eine Cap. Geil. Da ist ein 10G drauf. Kann ich den mitnehmen? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock dort lang. I love you. From Column. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht ist das, was Column sich wünscht, dass Mom and me in car. Das hat auf jeden Fall Column alles gemacht, während wir ihn im Park gesucht haben. In dieser kurzen Zeit nicht schlecht. The Wilting. What is the meaning of... Oh, ich wünschte, ich könnte fließend Englisch sprechen können. Oder zumindest verstehen. Das wäre auch vorteilhaft in einigen Situationen im Tag. Wie zum Beispiel hier beim Let's Playen. Okay. Guck mal, eine Küche. Cool. Ist cool, dass wir uns hier alles ansehen können, beziehungsweise das meiste. Hier hat er sich gewünscht, wie ich mit ihm im Zoo bin, beziehungsweise natürlich unsere Rolle. Weed Shopping List. Milk, Milch, Cheese, Käse, Bread, Brot, Butter, Butter, Korn, keine Ahnung, Potatoes, Kartoffeln, Apples, Apfel, Fischsticks, Fischstäbchen, erinnern. Drop of Column, Electricity, Bill, alles klar. Das kann ich schon, so gut ist mein Englisch. Und was ist das hier, können wir das aufheben? Macht mal den Hahn zu. Achso, deswegen ist hier ein Schraubenschlüssel, damit man den Hahn reparieren kann. Alles klar. Es war mir klar, dass man das hier aufmachen kann. Den Kühlschrank machen wir auf. Das wäre geil gewesen, wenn der Kopf oder so drin gewesen wäre. Das hätte mich auf jeden Fall erstreckt mit einem lauten Ton. Okay. Knopf. Tür. Geh nicht auf. Schade. Oh, ein roter Raum. Das erinnert mich ein bisschen an mein Fitnessstudio, denn... Bei uns im Fitnessstudio ist auch so ein Raum neben Fitnessstudio, wo auch immer rotes Licht rauskommt. Sieht gruselig aus. Wie so im Rotlichtmilieu. Deswegen auch Rotlicht. Read letter. Miss Maylard, Esri, a great in your meeting today. We consider you fully recovered from your illness. Krankheit heißt Illness. This letter is official notification that you are considerate. What is the meaning of considerate? Sound of mind and body and may return to work in then anytime. Please note that your shirt discontinue. Nicht fortfahren eventuell. Continue as ja fortfahren. Any medication that you have been using in this course of any remaining medicines. If you feel at any time that you're suffering a relapse, then please make contact with your local physician immediately. We wish you continue good health. Doktor, das sieht mir aus wie eine Entschuldigung, die geschrieben wurde. Denke ich mal. Das ist so viel. Lorraine, I received your letter and I'm quite surprised. You ran off with your father all of these years ago, then disappeared off the edge of the map, and then when I finally tracked, da laufen draußen Kinder rum. You don't refuse to answer any of my letters. Ich überflieg's mal. Okay. Okidoki. Falls einer von euch Bock hat mir das einigermaßen zu übersetzen, ich wäre bereit dafür. Und da sehen wir, wie Callum im Klassenraum sitzt und wir hinter ihm stehen und stolz auf ihn sind wahrscheinlich. Und das ist ein Spielzeug. Was ist das für ein Spielzeug? Ich habe keine Ahnung. Warum sehe ich ja nichts? Pack die Taschenlampe wieder aus, Mann. Ist nicht cool. Weed Note. Oh je, Mini, das sieht mir auch wieder aus wie so ein... Diagnose Depression. Ich bin ein Genius. Early in her... Wir werden jetzt das machen. Ich habe ja nicht umsonst ein Handy neben mir liegen. Mit dem Google Sprachübersetzer. Und wenn Pregnancy Schwangerschaft heißt, dann bin ich King. Dann bin ich ein großer King auf jeden Fall. So, Google Sprachübersetzer. Pre. Gnanzi. Oh, ich bin King, das heißt Schwangerschaft. Schwangerschaftsdepression. Boah, ich fühle mich jetzt gerade wie so ein Sherlock Holmes. Our descendants have made it obvious that these episodes stem from the grief of losing a partner done. Who died about 6 months ago. Also, im dritten Monat ist der Vater gestorben. There are also severely unreal issues with the Vater. On, okay. After being kept under careful observation,
We provided standard treatment for this disorder, including electro irgendwas therapy. The patient responded and made a rapid irgendwas. Schwangerschaftsdepression ist die Diagnose für Lorraine. Alles klar, Miss Merlade, our inquiry into the estate. Ich werde es überspringen. Alles klar. Das scheint mir... Oh. Und wir sind mit Callum am Strand. Und aus welchen Gründen tragen wir immer wieder dasselbe, Mann? Ist das ein Stromkasten? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und was ist das hier? Das ist ein Lichtschalter. Können wir den betätigen? Nein. Okay. Nasi juck juck bereit für einen Jumpscare. Glaube ich zumindest. Oh nee, es geht immer weiter runter. Die Tür ist hinter mir zugegangen. Geh nicht auf. Moment mal. Waren wir hier nicht schon drin? Hä? Wir waren hier schon. Callum! Give it to me! Ich verstehe gerade nicht, warum gehen wir hier nochmal lang? Irgendwas hat sich hier geändert. Irgendeine Tür geht wahrscheinlich mehr mit auf, oder? Ich habe das Gefühl, dass hier unten irgendwann jemand stehen wird. Nein. Oh! Ja, da hat sich was geändert an den Gemälden. Da hat sich eindeutig was geändert an den Gemälden. Und der Raum wird immer unordentlicher. Und ich habe das Gefühl, dass wir gleich so hart gejumpscared werden, dass wir daran verrecken. Die Puppe hat keinen Kopf mehr. Die Puppe hat keinen Kopf mehr. Ich mag keine Puppen, vor allem keine Kopflosen. Warum ist hier Blut am Boden? Oh Gott, ja. Geht die Tür auf? Die Tür geht nicht auf und ich habe das Gefühl, dass wir hier hart gejumpscared werden. Nein. Okay. Die Frage, die wir... History of Solomon Island. Ja. Warum werden wir da wie Teufel verkörpert? Oh, diesmal ist die Tür auf. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich das Ende erreicht. Oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt sowas von spannend. Hallöchen! Gehst du auf? Nope. Gehst du auf? Nope. Kratz, kratz. Okay, es ändern sich Kleinigkeiten. Ja. Okay, das gefällt mir einigermaßen. Und überall sind Puppen. Das ist eine Puppenshow. Das sind einfach Puppen. Hier ist unsere Cap von Callum. Das ist blutig. Und ich habe echt keine Ahnung, was hier draußen... Oh, da ist eine Puppe im Ofen. Ah! Okay, wir gehen da rein. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Folge mache. Eventuell schneide ich die Folge auch in... zwei Teile. Mach die Tür auf. Okay. Die Frage ist, wer hat uns hier eingeschlossen? Schlucken. Ah. Oh oh, die Zeichnung I love you wurde. Okay.
Die Puppe guckt mich an. Das ist nicht toll, ich kenne das Lied sogar. Die Puppe hat eine Bierflasche in der Hand. Alkohol in deinem Alter solltest du meiden. Das ist nicht besonders gesund, wenn du das tust. Die Tür ist wieder offen und hier hängt ihr überall rum. Ja, 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 das macht mir Spaß. Wir gehen jetzt unten lang und hoffen mal, dass irgendwann was ändert sich jetzt? Irgendwie nichts. Aber okay, die Puppen sind weg. Warum sind die Puppen weg? Wo sind die Puppen hin? Warum ist die Decke weg? Warum sind die Puppen weg? Warum sind die Gemälde weg? Warum fließt Blut von da? Warum hängen da echte Menschen? Warum hängen da echte Menschen? Warum hängen da echte Menschen? Yo, Leute, was geht? Mein Name ist Tomageddon und willkommen. Okay, das war gerade nicht der Anfang einer Folge. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier lang rennen. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Und es ist wieder so ein... Es ist ein endloser Gang. Es ist mehr als ein endloser Gang. Und ich habe keine Ahnung, wie lang der Gang noch gehen soll. Überall tropft Blut von der Decke. Und da hängen gerade echte Menschen von der Decke. Was soll ich tun? Ich gerate ein bisschen in Panik. Wir gehen immer weiter, damit wir irgendwie nicht von dem Typen erwischt werden. Wir gucken mal hinter uns, da ist nichts. Und die Musik wird immer bedrohlicher, aus welchen Gründen auch immer. Wir machen die Tür offen und offen, dass unten keiner steht. Da unten steht keiner und ich kann immer schneller sprechen. Okay, die Atmosphäre ist weg. Okay. Okay. Ich spiele mal am einen Stück zwei Parts. Ich hoffe, euch stört das nicht so. Okay. Jetzt hat sich hier alles geändert, einigermaßen. Das Spiel speichert, es sei denn, wie lang ist der Part? 21 Minuten, yo. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Part von The Park. Das war's mit dem heutigen Part von The Park. Und ich höre gerade wieder was Fröhliches von rechts. Schreibt eure Meinung zum Spiel hinein und ich sehe dich. Ja, eigentlich habt ihr eure Meinung schon ein paar Mal reingeschrieben. Auch unter der letzten Folge, aber... Das war auf jeden Fall eine Jumpscare-Show, würde ich mal so behaupten. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.